I really don't know why you are clapping. Have you ever tried clapping with one hand? Please do that now from today. This is not a lecture. Dieses ist kein Vortrag on any particular subject. Über einen bestimmten Gegenstand. According to certain disciplines, scientific gemäß eines wissenschaftlichen oder philosophischen Fachgebietes. Lectures are meant to inform. Vorträge sind dazu da, über etwas Bestimmtes zu informieren. Or instruct. Oder zu belehren. But we're not going to do that. Das werden wir jedoch nicht tun. Dieses ist kein Vortrag. Nor is it a form of entertainment. Auch nicht eine Form der Unterhaltung. Especially in this country, where one is greatly accustomed to being entertained. Besonders in diesem Land ist man sehr daran gewöhnt, amused. Unterhalten und amüsiert zu werden. Awaken one's sensations, but rather this talk, this today and tomorrow morning, we're going to talk. Stattdessen wollen wir heute Nachmittag und morgen Vormittag über die Gesamtheit unserer Existenz sprechen. About the whole of our existence. From the moment we are born, vom Augenblick unserer Geburt bis zu unserem Tode. In that period of time, in dieser Zeitspanne, whether it be 50 years or 90 years or 100 years, mögen es 50, 90 oder 100 Jahre sein, durchlaufen wir alle möglichen Probleme und Schwierigkeiten. We have problems, economic, social. Wir haben ökonomische, soziale und religiöse Probleme. Probleme in persönlichen Beziehungen. Probleme der individuellen Erfüllung. Der Suche nach unseren Wurzeln an dem einen oder anderen Ort. Und wir haben unzählige seelische Wunden. Wir haben Ängste, Pleasures, Vergnügen Sensations. Und Empfindungen. And also there is great deal of fear. Und ebenso werden alle Menschen beherrscht von Ängsten, great deal of anxiety, von Sorgen, uncertainty, von Unsicherheit and a pursuit und dem Streben nach Vergnügen. Und alle Menschen auf dieser wunderschönen Erde leiden unter Schmerz und Einsamkeit. Über all dieses werden wir sprechen, gemeinsam. Und darüber, welchen Platz die Religion im modernen Leben einnimmt. Wir werden auch die Frage des Todes miteinander besprechen und was ein religiöser Geist ist und was Meditation ist und ob es etwas jenseits des Denkens gibt, etwas Heiliges im Leben. Oder ob alles Materie ist und wir daher ein materialistisches Leben führen. Wie wir schon sagen. Wie wir schon sagten, handelt es sich hier nicht um einen Vortrag. Dieses ist vielmehr ein Gespräch zwischen Ihnen und dem Sprecher.
ein Gespräch, in which there is no implication of conversion, doing propaganda, ein Gespräch ohne jegliche Bekehrung oder Propaganda, das wäre schrecklich, ohne die Einführung von neuen Theorien, ideas, Ideen and exotic nonsense. Oder exotischem Unsinn. We are going to, if you will kindly, talk over together our problems. Wir werden wie zwei Freunde miteinander über unsere Probleme sprechen. Though we don't know each other, obgleich wir einander nicht kennen, we're going to talk, discuss, werden wir reden, have a conversation, diskutieren, ein Gespräch führen, which is much more important than being lectured at. Was viel wichtiger ist, als einen Vortrag anzuhören und sich sagen zu lassen, was man tun, was man glauben, woran man sich halten soll und so weiter. Wir wollen im Gegenteil leidenschaftslos und unpersönlich beobachten, an keinem bestimmten Problem oder einer Theorie festhalten. Wir wollen gemeinsam beobachten, was die Menschheit der Welt angetan hat und was wir uns gegenseitig angetan haben. So this is not an entertainment. Dies ist also keine Unterhaltung, keine romantische, sentimentale Reise. Es ist nicht nur in intellektueller Hinsicht wichtig, Intellektualität ist Teil unseres Lebens, sondern wir müssen all diese Probleme betrachten, die die Menschheit hat. Nicht von einem bestimmten Standpunkt. Nicht von einem bestimmten Glauben aus. Sondern wir müssen im Gegenteil gemeinsam erforschen, gemeinsam herausfinden. Dem Sprecher liegt jede Art von Propaganda fern. Propaganda wäre zu schrecklich. Oder jemanden zu einer bestimmten Vorstellung oder einem bestimmten Glauben zu verführen. So we are going to take a very long wir werden also gemeinsam eine lange und umfassende Reise unternehmen. Es ist sowohl Ihre Verantwortung als auch die des Sprechers, dass wir gemeinsam reisen, gemeinsam forschen und die Welt betrachten, die wir geschaffen haben. Die Gesellschaft, in der wir leben, wurde von Menschen geschaffen. Sei es in ökonomischer oder sozialer Hinsicht, die Reichen und die Armen und so weiter. Jeder von uns hat dazu beigetragen. Und wenn Sie bereit sind, und das müssen Sie wohl sein, weil Sie hier sind und weil ich hier bin, werden wir uns auf diese lange, umfangreiche Reise begeben. Denn das Leben ist sehr komplex. Wir betrachten diese Komplexität gern und werden dabei selbst immer komplexer. Wir schauen nie etwas auf einfache Weise an, mit unserem Gehirn, unserem Herzen, mit unserem ganzen Sein. Machen wir uns also gemeinsam auf die Reise.
Der Sprecher versucht das, was geschieht, in Worten auszudrücken. Objektiv, klar und vollkommen leidenschaftslos. Die Menschheit hat auf dieser Erde vielleicht Millionen von Jahren gelebt. Und während dieser langen Zeiträume hat der Mensch gelitten unter Einsamkeit, Verzweiflung, Ungewissheit, Verwirrung, unter den vielen zu wählenden Möglichkeiten und darum vielfältigen Schwierigkeiten. Und es hat Kriege gegeben. Nicht nur physische, blutige Kriege, sondern auch Kriege im psychischen, seelischen. Und trotzdem hat die Menschheit immer gefragt, ob es Frieden auf Erden geben könne. Aber offensichtlich war dies nicht möglich. Gegenwärtig werden ungefähr 40 Kriege geführt, ideologische, theoretische, ökonomische und soziale. Während der letzten 5.000 bis 6.000 Jahre wurden praktisch jedes Jahr Kriege geführt. Und auch jetzt rüsten wir uns für Kriege. Zwei Ideologien, die kommunistische, tyrannische, brutale Welt Russlands und die sogenannte demokratische, westliche. Diese beiden Ideologien liegen im Streit über die Frage, welche Mittel wir einsetzen sollen, über Rüstungskontrolle und all das Übrige. Krieg scheint das gemeinsame Schicksal der Menschheit zu sein. In der ganzen Welt ist die Anhäufung von Waffen zu beobachten, angefangen von einem winzig kleinen Volk oder Stamm bis hin zu einer hochentwickelten Wohlstandsgesellschaft wie der Ihren. Wie können wir Frieden auf Erden haben? Ist so etwas überhaupt möglich? Und ebenso hat man gesagt, Frieden gäbe es nicht auf Erden, nur im Himmel. Das wird auf unterschiedlichste Weise im Westen wie auch im Osten wiederholt. Christen haben mehr als alle anderen getötet auf dieser Erde. Wir beobachten also, ohne Partei zu ergreifen, denn dies sind Tatsachen. Und dann sind da die Religionen. Christentum, die islamische Welt, die Fundamentalisten, Hinduismus und Buddhismus
Außerdem die verschiedenen Sekten innerhalb des organisierten Christentums. And also in India and Asia. Genau wie in Indien und Asien. Sie glauben an Buddha. In Buddhism there is no God. Im Buddhismus gibt es keinen Gott. In Hinduism, somebody calculated there are about 300,000 gods. Im Hinduismus jedoch gibt es, wie jemand berechnet hat, etwa 300.000 Götter. You can choose whom, whichever God you like. Das ist ganz lustig, da können Sie den Gott wählen, der Ihnen gefällt. And in Christianity and Islam, there is only one God. Im Christentum und im Islam gibt es nur einen Gott, basierend auf zwei Büchern, der Bibel und dem Koran. So haben die Religionen die Menschheit gespalten. Genauso wie der Nationalismus, eine Form von glorifiziertem Stammessystem. Die Menschheit ist gespalten durch Nationalismus, Patriotismus, religiösem Eifer. Fundamentalisten in Indien, hier und in Europa sind dabei, ihre religiösen Traditionen wiederzuerwecken. Ich frage mich, ob Sie das Wort Wiedererwecken schon einmal näher betrachtet haben. Man kann nur etwas wiedererwecken, das tot oder am Absterben ist. Man kann nicht Lebendes wiedererwecken. Und in diesem Land erwecken sie die Religionen wieder. Und dasselbe tun sie in anderen Teilen der Welt. Und überall gibt es Teilung zwischen Nationalitäten, Religionen, wirtschaftlich und so weiter. And man has always been in conflict. Der Mensch hat immer im Konflikt gelebt. As everyone in this world goes through all kinds of misery. So wie jedermann auf dieser Welt jegliche Art von Elend und Kummer durchmacht. Pain, Schmerz, desperate loneliness und verzweifelte Einsamkeit. Und wir sehnen uns danach, all diesem zu entkommen. So wollen wir gemeinsam dieses außerordentliche Phänomen betrachten, wie der Mensch nach Tausenden von Jahren ein Barbar geblieben ist. Grausam, vulgär, voller Angst und Hass. Und die Gewalt in der Welt nimmt zu. Und so fragt man sich, ob es auf dieser Erde Frieden geben kann. Denn ohne Frieden, zunächst den inneren, seelischen Frieden, kann das Gehirn sich nicht entfalten? Können Menschen nicht vollkommen ganzheitlich leben? Warum sind wir also nach dieser langen Evolution, einem Zeitraum, in dem wir ungeheure Erfahrungen, Wissen und eine große Menge an Informationen gesammelt haben, warum sind wir als Menschen ständig im Konflikt? Das ist die eigentliche Frage. Denn wenn es keinen Konflikt gibt, dann herrscht natürlicherweise Frieden. Der Mensch,
was im Englischen auch Mann bedeutet und womit natürlicherweise auch die Frau gemeint ist, die ich natürlich nicht ausschließe, wenn ich das Wort Mensch gebrauche. Und wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, seien Sie bitte nicht ungehalten oder irritiert über das, was wir gemeinsam erforschen wollen. Es liegt in Ihrer Verantwortung, die Dinge zu prüfen, nicht nur intellektuell, verbal, sondern mit Ihrem Herzen, Ihrem Gehirn und Ihrem ganzen Sein und festzustellen, warum wir das sind, was wir sind. Wir haben es versucht mit verschiedenen Religionen, verschiedenen ökonomischen Systemen, sozialen Unterscheidungen. Und trotzdem leben wir im Konflikt. Kann dieser Konflikt in jedem Einzelnen von uns enden? Ganz und gar, nicht zum Teil, nicht hin und wieder. Das ist eine sehr ernste Frage. Sie verlangt eine ernste Antwort. Sagen Sie nicht, es sei möglich oder unmöglich, sondern prüfen Sie sehr gründlich, warum Menschen, einschließlich ihrer selbst und vielleicht auch des Sprechers, in ständigem Konflikt, in Problemen und Spaltung leben. Warum haben wir die Welt in Nationalitäten, religiöse Gruppierungen, soziale Verhaltensweisen und so weiter gespalten? Können wir heute Nachmittag ernsthaft die Frage untersuchen, ob es möglich ist, den Konflikt zu beenden? Zunächst seelisch, innerlich. Denn wenn es eine bestimmte Qualität von Freiheit im Inneren gibt, dann werden wir eine Gesellschaft hervorbringen, in der es keinen Konflikt gibt. Daher obliegt es uns als menschlichen Wesen, als sogenannten Individuen, unser Gehirn, unsere Energie, unsere Leidenschaft wirklich einzusetzen, um selbst herauszufinden, nicht in Anlehnung an einen Philosophen oder irgendeinem Psychiater, sondern um selbst herauszufinden, ob dieser Kampf zwischen zwei Menschen, seien sie sich nah oder nicht, ob dieser Konflikt ein Ende finden kann. Was ist Konflikt? Warum haben wir im Konflikt gelebt? Warum haben wir Probleme? Bitte untersuchen Sie mit dem Sprecher diese Frage. Was ist dein Problem? Die etymologische Bedeutung dieses Wortes ist etwas Ihnen Vorgeworfenes, eine Herausforderung, etwas, auf das Sie eine Antwort geben müssen. Wenn Sie jedoch die Natur eines Problems zu erforschen beginnen,
Wenn Sie die Natur eines Problems zu erforschen beginnen, sei es ein sehr intimes oder ein Weltproblem, so ist, wie wir schon sagten, die etymologische Bedeutung dieses Wortes etwas, das Sie herausfordert. Ich frage mich, ob Sie die Bedeutung von Problemen erkannt haben. Als Kinder werden Sie in die Schule geschickt. Dort treffen Sie auf die Probleme des Schreibens, der Mathematik, der Geschichte, der Wissenschaft, der Chemie und all das Übrige. Von Kindheit an werden Sie also trainiert, Probleme zu haben. Bitte haben Sie Geduld. Schauen Sie sorgfältig. So our brain is conditioned, trained, educated to have problems. Ihr Gehirn ist also konditioniert, trainiert und dazu erzogen, Probleme zu haben. Beobachten Sie das selbst. Don't please merely listen to the speaker. Und hören Sie bitte nicht einfach auf den Sprecher. We are together. Gemeinsam untersuchen und betrachten wir die Probleme, die wir haben. Von Kindheit an sind wir also trainiert, erzogen und konditioniert, Probleme zu haben. Und wenn neue Probleme auftauchen, wie es unweigerlich geschieht, versucht unser Gehirn, das so voll ist von Problemen, ein weiteres Problem zu lösen und vermehrt sie dadurch. Das ist das, was in der Welt geschieht. Überall auf der Welt vermehren die Politiker die Probleme, eins nach dem anderen. Sie haben keinerlei Lösung gefunden. Ist es also möglich? Bitte hören Sie zu. Ist es also möglich, ein Gehirn zu haben, das frei von Problemen ist, sodass Sie eben diese Probleme lösen können? Nicht ein Gehirn, das vollgestopft mit Problemen ist. Ist das möglich? Wenn Sie sagen, es sei möglich oder es sei nicht möglich, haben Sie aufgehört, die Frage zu untersuchen. Was ist wichtig in dieser Frage, ist, dass man einen großen Zweifel hat. Das Wichtige an dieser Untersuchung ist, dass man genügend Zweifel haben muss. Skepsis. Never accepting anything at its face value. Und niemals etwas für bare Münze nimmt, weil es einem Spaß macht oder einen befriedigt. Dazu ist das Leben viel zu ernst. So we should inquire. Wir sollten daher nicht nur das Wesen des Konflikts und der Probleme untersuchen, sondern vielleicht noch etwas anderes, das möglicherweise viel wichtiger ist. Sehen Sie sich auf der ganzen Welt um. Jeder Mensch auf dieser Welt, jeder Mensch, mag er in Russland, China, Asien, Indien, Europa oder hier leben, macht alle möglichen Leiden durch. Tausende und Millionen haben Tränen vergossen und hin und wieder auch gelacht. Jeder Mensch auf dieser Erde ist durch große Einsamkeit
Verzweiflung und Angst gegangen, durch Verwirrung und Unsicherheit, wie Sie. Jeder Mensch, ob schwarz, weiß, rot oder von welcher Hautfarbe auch immer. Hinsichtlich des Seelischen ist dies eine Tatsache, etwas Wirkliches. Nicht etwas, das der Sprecher erfunden hat. Es lässt sich beobachten. Sie können es von jedem Gesicht auf dieser Erde ablesen. Darum ist Ihre Psyche, Ihre Seele wie die der übrigen Menschheit. Sie mögen groß, klein, schwarz oder weiß sein. Psychisch, seelisch sind Sie die Menschheit. Bitte verstehen Sie das. Nicht intellektuell oder ideologisch oder als Hypothese, sondern als Tatsache, als brennende Wirklichkeit, dass Sie psychisch, seelisch die übrige Menschheit sind. Daher sind Sie im Seelischen keine Individuen. Obwohl die Religionen, abgesehen vielleicht von einem Teil des Hinduismus und Buddhismus, den Begriff des individuellen Wachstums gebrauchten und förderten, durch die Rettung individueller Seelen und diese ganze Geschichte, aber in Wirklichkeit, in Wirklichkeit ist Ihr Bewusstsein nicht das Ihre. Es ist das Bewusstsein der übrigen Menschheit, weil wir alle durch dieselbe Mühle, denselben endlosen Konflikt hindurchgehen. Wenn Sie das einsehen, nicht emotional, nicht als intellektuelles Konzept, sondern als etwas Wirkliches, Reales, Wahres, dann werden Sie keinen anderen Menschen töten. Sie werden niemals einen anderen umbringen, sei es verbal oder intellektuell, ideologisch oder körperlich, weil sie sich damit selbst umbringen. Auf der ganzen Welt ist jedoch die Individualität gefördert worden. Jeder kämpft für sich selbst, seinen Erfolg, seine Erfüllung, seine Vollendung, jagt seinen Begierden nach und richtet Zerstörung in der Welt an. Bitte verstehen Sie das sehr genau. Wir sagen nicht, dass jedes Individuum wichtig sei. Im Gegenteil. Wenn es Ihnen um den Weltfrieden geht, nicht nur um Ihren eigenen kleinen Hinterhoffrieden, Nationen sind zum Hinterhof geworden. Wenn es Ihnen wahrhaft darum geht, wie es bei wirklich ernsthaften Leuten darum gehen muss, und wenn Sie begreifen, dass Sie die übrige Menschheit sind, dann ist das eine große Verantwortung.
Wir müssen daher zurückgehen und selbst herausfinden, warum Menschen die Welt zu dem reduziert haben, was sie jetzt ist. Was ist die Ursache all dessen? Warum haben wir alles, das wir berühren, in solche Unordnung gebracht? Sowohl in unserer persönlichen Beziehung zwischen Mann und Frau und untereinander. Warum gibt es einen Konflikt zwischen Göttern, ihrem Gott und dem Gott des anderen? Wir müssen gemeinsam prüfen, ob es möglich ist, den Konflikt zu beenden. Sonst werden wir niemals Frieden auf dieser Welt haben. Lange bevor es das Christentum gab, redete man vom Frieden auf Erden. Lange vor dem Christentum, im Hinduismus, betete man Bäume an, Steine, Tiere, die Natur, Blitz und die Sonne. Die Vorstellung von Gott existierte nicht, weil die Erde als die Mutter angesehen wurde, die man anbeten, die man bewahren und schonen sollte, anstatt sie zu zerstören, wie wir es jetzt tun. Lassen Sie uns deshalb miteinander all diese Fragen nachgehen. Bitte, ich meine miteinander, nicht indem ich frage und Sie beiläufig zuhören und mir zustimmen oder auch nicht. Könnten wir heute Nachmittag dieses Zustimmen und Nichtzustimmen beiseite lassen? Wenn Sie das tun, damit wir die Dinge anschauen können, wie sie sind, nicht wie Sie meinen, dass sie seien, nicht Ihre Idee oder Vorstellung dessen, was ist, sondern die Dinge einfach anschauen. Schauen Sie sie ohne Worte an, wenn es möglich ist. Das ist viel schwieriger. Zuallererst einmal, dies ist die tatsächliche Welt, in der wir leben. Es ist nicht möglich, ihr zu entfliehen durch Klöster, durch religiöse Erfahrungen. Und man muss all seine schon gemachten Erfahrungen in Frage stellen. Der Mensch hat alles auf Erden Mögliche getan, um vor der Wirklichkeit des täglichen Lebens davonzulaufen. Mit all seiner Vielfalt. Warum gibt es Konflikte in der Beziehung zwischen Mann und Frau? Warum sexuelle und gefühlsmäßige Trennung? Und in dieser eigentümlichen Beziehung verfolgt der Mann seine eigenen Ambitionen, seine eigene Begierde, seine eigenen Wünsche und seine Erfüllung. Und auch die Frau tut dasselbe. Ich weiß nicht, ob Sie das alles schon bemerkt haben. Wir haben also zwei ehrgeizige,
Strebende Menschen, getrieben von Begierde, zwei parallele Linien, die sich nie begegnen, außer vielleicht sexuell. Wie kann es also zwischen zwei Menschen eine Beziehung geben, wenn jeder nur seine eigenen Wünsche, Absichten und Begierden verfolgt? Wegen dieser Teilung gibt es in einer solchen Beziehung keine Liebe. Das Wort Liebe wurde verdorben, angespien, degradiert. Es ist zur reinen Sinneslust, zum Vergnügen verkommen. Liebe ist nicht Vergnügen. Liebe ist nicht etwas vom Denken Zusammengesetztes. Sie hängt nicht von Sinnesempfindungen ab. Darüber werden wir später noch sprechen. Wie kann es daher eine echte, wahrhafte Beziehung zwischen zwei Menschen geben, wenn jeder seine eigene Wichtigkeit im Auge hat? Eigeninteresse ist der Anfang von Korruption, Zerstörung. Beim Politiker ebenso wie beim religiösen Menschen. Eigeninteresse beherrscht die Welt. Und darum gibt es Konflikte. Wo immer Dualität und Trennung herrschen, wie diejenige zwischen dem Juden und dem Araber, zwischen dem Christen, der an einen Heiland glaubt, und dem Hindu, der an all das nicht glaubt, gibt es diese Trennung, nationale Teilung, religiöse Teilung, individuelle Teilung. Wo Trennung herrscht, muss es Konflikt geben. Das ist ein Gesetz. So leben wir unser tägliches Leben in einem kleinen, eingeschränkten Selbst, einem begrenzten Selbst. Das Selbst ist immer begrenzt. Und das ist die Ursache des Konflikts. Das ist der zentrale Kern unserer Kämpfe, unseres Schmerzes, unserer Ängste und alles Übrigen. Wenn einem all das bewusst wird, wie es den meisten Menschen gehen muss, nicht weil man es gesagt bekommt, oder weil man ein philosophisches Buch oder etwas über Psychologie gelesen hat, sondern weil es eine aktuelle Tatsache ist. Jeder ist mit sich selbst beschäftigt. Jeder lebt in einer getrennten Welt für sich allein. Und deshalb gibt es eine Spaltung zwischen ihnen und dem anderen, zwischen ihnen und ihrer Religion, zwischen ihnen und ihrem Gott, zwischen ihnen und ihren Ideologien. Ist es also möglich, zu verstehen, nicht intellektuell, sondern tief innerlich, dass sie die übrige Menschheit sind? Was immer sie tun, ob Gutes oder Schlechtes, wirkt sich auf die übrige Menschheit aus,
weil sie die Menschheit sind. Ihr Bewusstsein ist nicht das Ihre. Ihr Bewusstsein setzt sich aus seinem Inhalt zusammen. Ohne den Inhalt gibt es kein Bewusstsein. Ihr Bewusstsein setzt sich, genau wie das der übrigen Menschheit, aus Glaubensinhalten, Ängsten, Glauben, Göttern, persönlichen Ambitionen, Ängsten und all dem Übrigen zusammen. Daraus besteht ihr gesamtes Bewusstsein, vom Denken zusammengefügt. Man hofft, dass wir diese Reise gemeinsam angetreten haben, dass wir gemeinsam auf derselben Straße wandern, nicht, dass Sie eine Reihe von Ideen zuhören. Wir verfolgen keine Ideen oder Ideologien, sondern wir stellen uns der Wirklichkeit. Denn in der Wirklichkeit und im Überschreiten dieser Wirklichkeit liegt die Wahrheit. Die Wahrheit zu entdecken ist etwas höchst Gefährliches. Wahrheit ist etwas sehr Gefährliches, weil sie zu einer Revolution im eigenen Inneren führt. Bitte, es tut mir leid. Vergeben Sie dem Sprecher, wenn er keine Fragen beantwortet. Es wäre eine zu große Ablenkung. Wissen Sie, es ist gut, Fragen zu stellen. Aber wem stellen Sie Ihre Frage? Stellen Sie die Frage dem Sprecher. Das bedeutet, dass Sie von ihm eine Antwort erwarten. Dann sind Sie vom Sprecher abhängig. Damit bauen Sie Gurus auf. Sind Sie jemals der Frage nachgegangen, warum wir Fragen stellen? Nicht, dass Sie keine stellen sollten, aber prüfen wir die Sache. Angenommen, Sie stellen dem Sprecher eine Frage und er beantwortet sie. Entweder Sie akzeptieren die Antwort oder Sie lehnen sie ab. Wenn die Antwort entsprechend Ihrer Konditionierung oder Ihrer Herkunft befriedigend für Sie ausfällt, dann sagen Sie, ja, ich stimme Ihnen vollkommen zu. Oder wenn Sie nicht derselben Meinung sind, sagen Sie, was für ein Unsinn. Doch wenn Sie anfangen, die Frage selbst zu untersuchen, ist dann die Antwort etwas von der Frage Getrenntes? Oder liegt die Antwort bereits in der Frage selbst? Der Duft einer Blume ist die Blume. Denn die Blume selbst ist das Wesen dieses Duftes. Wir jedoch verlassen uns so sehr auf andere, damit sie uns helfen, damit sie uns ermutigen und unsere Probleme lösen. Und aus unserer Verwirrung heraus schaffen wir daher Autoritäten, die Gurus und die Priester. Also bitte, es ist gut, Fragen zu stellen. Ich weiß nicht, ob Sie dieser Sache nachgegangen sind. Wissen Sie, wir haben die Kunst verloren, zu untersuchen, zu diskutieren.
ohne Partei zu ergreifen, sondern die Dinge anzuschauen. Das ist etwas sehr Vielschichtiges, aber vielleicht ist jetzt nicht der geeignete Anlass, näher darauf einzugehen. Wir sollten auch erforschen, warum wir von Kindheit an seelisch verletzt werden. Die meisten von uns sind seelisch verwundet. Und aus dieser Verwundung, ob bewusst oder nicht, kommen viele unserer Probleme. Einem Kind wurde eine Wunde zugefügt, indem man es tadelt, indem man etwas Hässliches, Brutales, Gewalttätiges sagt. Wir sind verwundet, verletzt. Wenn Sie sagen, wir sind verwundet, wer ist der Verwundete? Ist es das Bild, das Sie von sich aufgebaut haben, das verwundet ist? Das Seelische? Bitte, der Sprecher hat keines der Bücher über Psychologie oder Philosophie oder irgendwelche religiösen Bücher selbst gelesen. Er untersucht die Frage einfach mit Ihnen. Das Seelische ist das Ich. Und dieses Ich ist das Bild, das ich von mir selbst gemacht habe. Daran ist nichts Spirituelles. Spirituell ist ein weiteres hässliches Wort. Dieses Bild wird also verletzt. Und wir schleppen dieses Bild mit uns durch unser ganzes Leben. Wenn uns ein Bild nicht angenehm ist, legen wir uns ein neues, angenehmeres Bild zurecht. Es ist lohnenswert. Es ist wichtig. Und gibt unserem Leben eine intellektuelle Bedeutung. Dies ist die Wunde, die wir gemäß unserem Image, das wir von uns selbst haben, schufen. Ist es möglich, auf dieser Erde zu leben, ohne sich ein einziges Bild von irgendjemandem zu machen? Auch nicht von Gott, falls es eine solche Wesenheit gibt. Kein Bild von ihrer Frau, ihren Kindern, ihrem Ehemann. Kein einziges Bild zu haben. Dann ist es möglich, niemals verletzt zu werden. Da unsere Zeit begrenzt ist, wir haben nur noch diesen Nachmittag und morgen früh. Sollten wir sorgfältig untersuchen, ob es möglich ist, frei von Angst zu sein. Dies ist eine wirklich wichtige Frage. Es ist nicht so, dass ich sie für Sie stelle, sondern Sie selbst stellen sich die Frage, ob es möglich ist, in der modernen Gesellschaft, in ihrer ganzen Brutalität, mit der ungeheuerlichen, zunehmenden Gewalttätigkeit zu leben und dennoch frei von Angst zu sein. Das ist etwas ganz anderes als Analyse. Einfach zu beobachten. Ohne irgendeine Verzerrung. Zum Beispiel diesen Saal zu betrachten, wie viele Sitzreihen er hat. In die Kleidung ihres Nachbarn zu betrachten, sein Gesicht, wie er spricht, einfach zu beobachten, ohne zu kritisieren, ohne zu bewerten, ohne zu beurteilen.
sondern nur zu beobachten, einen Baum, den Mond zu beobachten und die rasch dahinfließenden Gewässer. Wenn Sie auf diese Weise beobachten, dann stellen Sie sich selbst die Frage, zur Frage der Angst komme ich gleich zurück, was ist Schönheit? In den Zeitschriften wird viel über Schönheit geschrieben, auf welche Weise man schön zu sein hat, ihr Gesicht, ihr Haar und all das Übliche. Was also ist Schönheit? Liegt in einem Bild Schönheit, in einem Gemälde, in den seltsamen modernen Strukturen? Liegt in einem Gedicht Schönheit? Ist mit Schönheit nur das Gesicht und der Körper gemeint? Haben Sie jemals diese Frage gestellt? Wenn Sie ein Künstler sind, ein Dichter oder ein Literat, dann sind Sie vielleicht in der Lage, etwas sehr Schönes zu beschreiben, etwas Liebliches zu malen, ein Gedicht zu schreiben, das wirklich Ihr Sein berührt. Was also ist Schönheit? Because freedom means, etymologically, the word freedom, in that word freedom. Etymologisch ist in dem Wort Freiheit das Wort Liebe enthalten. The word freedom, in that word, there is the etymological meaning also, which is love. Was aber ist die Beziehung zwischen Liebe und Schönheit? Wenn wir vielleicht etwas später über Liebe sprechen, was ist dann Schönheit? Liegt sie im Auge des Betrachters? Haben Sie jemals bemerkt, dass, wenn Sie einem Kind ein hübsches Spielzeug geben, einem ungezogenen, lärmenden, ausgelassenen Kind, dass es sich völlig davon gefangen nehmen lässt und seine ganze Ausgelassenheit ein Ende hat, weil es darin gefangen genommen ist? Is being absorbed in a poem. In ein Gedicht, ein Angesicht, in a picture. In ein Bild, being absorbed in versunken zu sein or attracted by oder davon angezogen zu sein. Is that absorption beauty? Ist dieses Versunkensein Schönheit? When you look at a marvelous mountain, wenn Sie einen wunderschönen Berg betrachten, dessen Gipfel von ewigem Schnee bedeckt ist, mit seiner Silhouette vor dem blauen Himmel, dann verdrängt für einen Moment die Unermesslichkeit dieses Berges das Selbst, das Ich, mit all seinen Problemen und Ängsten. Angesichts der Majestät der gewaltigen Felsen und der lieblichen Täler und Flüsse gibt es in diesem Augenblick, in dieser Sekunde, kein Selbst. Der Berg hat also das Selbst verdrängt, ebenso wie das Spielzeug das Kind beruhigt. Dieser Berg, dieser Fluss, die Tiefe der blauen Täler
Vertreibt für eine Sekunde all ihre Probleme, all ihre Eitelkeiten und Ängste. Dann sagen sie, wie schön ist das. So is there beauty without being absorbed by something outside? Gibt es jedoch Schönheit ohne Versunkenheit in etwas Äußeres? Ist das Schönheit? Oder ist Schönheit, wo das Ich nicht ist? Verstehen Sie? Schlafen Sie bitte nicht ein. Vielleicht haben Sie gut zu Mittag gegessen. Aber hier ist nicht der Ort zum Schlafen. Es geht um Ihr Problem, um Ihr Leben. Nicht um das Leben des Sprechers. Wir reden von Ihrem Leben, Ihren Eitelkeiten, Ihren Verzweiflungen und Ihren Kümmernissen. Wenn es Sie interessiert, bleiben Sie also bitte noch 20 oder 30 Minuten wach. So, beauty is when the self is not. Schönheit ist also, wenn das Selbst nicht ist. And that's it. That requires great meditation. Und das erfordert ernsthafte Meditation. Great inquiry. Tiefes Nachforschen. Tremendous sense of discipline. Und ein starkes Empfinden für Disziplin. The word discipline means the one disciple who is learning from the master. Und das Wort Disziplin bedeutet gemäß einer lateinischen Wurzel der vom Meister lernt. Lernen, nicht Disziplin in Form von Konformität, Imitation und Anpassung, sondern Lernen. Lernen bringt seine eigene ungeheure Disziplin mit sich. And that inward sense of austerity. Und die innere Ernsthaftigkeit erfordert Disziplin. So must inquire together into what is fear. Und wir müssen jetzt gemeinsam erforschen, was Angst ist. Wie spät ist es, Sir? May we go on? Können wir noch weitermachen? Sind Sie nicht müde? What is fear? Was ist Angst? Again, humanity has put up with fear. Die Menschheit hat sich mit der Angst abgefunden. Has not never been able to solve. Sie hat das Problem der Angst niemals lösen können. Niemals. There are various forms of. Es gibt verschiedene Formen von Angst. Vielleicht haben Sie Ihre besondere Art der Angst. Angst vor dem Tod, Angst vor Göttern, Angst vor dem Teufel, vor Ihrer Frau, vor Ihrem Ehemann, vor Politikern. Weiß Gott, wie viele Ängste die Menschheit hat. Was ist Angst? Not the mere experience of fear. Nicht die bloße Erfahrung von Angst in ihren vielfältigen Formen, sondern die Realität, die Tatsächlichkeit der Angst. Wie kommt sie zustande? Warum hat die Menschheit, die jeder Einzelne von uns verkörpert, warum hat die Menschheit Angst als Lebensweise hingenommen? Gewalt im Fernsehen, die Gewalt des Krieges, Gewalt in unserem täglichen Leben. Und wir akzeptieren Gewalt. The ultimate violence is to go into organized killing, which is called war. Und die höchste Form von Gewalt, das organisierte Töten, das sich Krieg nennt. Is not fear related to violence?
Steht nicht Angst in Beziehung zur Gewalt? So in inquiring into fear, the actual truth of fear. Wir untersuchen also die Angst, die augenblickliche Wahrheit von Angst, nicht die Idee von Angst. Verstehen Sie den Unterschied? Die Idee der Angst unterscheidet sich von der wirklichen Angst, nicht wahr? Was also ist Angst? Wie ist sie entstanden? In welcher Beziehung steht Angst zur Zeit, zum Denken? Man kann sich vor dem Morgen oder vor vielen Morgen ängstigen. Man kann Angst vor dem Tod haben. Dies ist die äußerste Angst. Angst vor dem, was in der Vergangenheit passierte. Oder Angst vor dem, was tatsächlich vorgeht. Wir müssen das gemeinsam untersuchen. Und der Sprecher wiederholt es immer wieder, gemeinsam. Es würde keinen Spaß machen, Selbstgespräche zu führen. Wird Angst durch Zeit verursacht? Jemand hat in der Vergangenheit etwas getan, das sie verletzt hat, und die Vergangenheit ist Zeit. Die Zukunft ist Zeit und die Gegenwart ist Zeit. Wir fragen daher, ob Zeit vielleicht ein zentraler Faktor der Angst ist. Die Angst hat viele, viele Zweige, viele Blätter. Aber es hat keinen Zweck, die Zweige zu beschneiden, sondern wir müssen fragen, was ist die Wurzel der Angst? Nicht die vielfältigen Formen der Angst, denn Angst ist Angst. Aus Angst haben sie Götter und Erlöser erfunden. Wenn Sie seelisch absolut keine Angst haben, dann bedeutet das für Sie eine ungeheure Erleichterung, ein großes Gefühl von Freiheit. Sie haben alle Bürden des Lebens abgeworfen. Wir müssen daher sehr ernsthaft und genau in aller Ruhe diese Frage untersuchen. Ist Zeit ein Faktor der Angst? Ich habe gegenwärtig eine gute Stellung, aber ich könnte sie morgen verlieren und darum habe ich Angst. Und ich mag verheiratet sein und habe Angst. Und wo Angst ist, gibt es Eifersucht, Sorge, Hass und Gewalt. Zeit ist also ein Faktor der Angst. Bitte hören Sie mir bis zum Ende zu und fragen Sie nicht, wie kann ich die Zeit zum Stillstand bringen? Darum geht es nicht. Das ist eine ziemlich absurde Frage. Zeit ist ein Faktor und Denken ist ein Faktor. Das Nachdenken darüber, was geschehen ist, was geschehen könnte. Denken. Ist also Denken ein Faktor der Angst? Hatte Denken Angst verursacht? Wie wir gesehen haben, bringt Zeit Angst hervor, nicht wahr? Zeit.
nicht nur die Zeit der Uhr, sondern die seelische, die psychische Zeit, die innere Zeit. Ich werde sein. Ich bin jetzt nicht gut, aber ich werde es sein. Ich werde meine Gewalttätigkeit loswerden, was wiederum die Zukunft ist. Oder ich war gewalttätig, aber ich werde es nicht mehr sein. All das beinhaltet Zeit. Wir sollten ergründen, was Zeit ist. Sind Sie dazu bereit? Wirklich? Das überrascht mich. Ich denke, Sie sind doch alle belehrt worden, Sie sind alle informiert worden. Es ist Ihnen gesagt worden, was Sie tun sollen, von den Psychologen, von den Priestern, von Ihren Führern. Sie suchen immer Hilfe und Sie suchen neue Wege, wie Sie Hilfe bekommen können. So ist man zum Sklaven der anderen geworden. Man ist niemals frei, etwas zu untersuchen und innerlich, psychisch vollkommen auf eigenen Füßen zu stehen. Wir werden also jetzt die Zeit erforschen. Was ist Zeit? Abgesehen von der Uhr, abgesehen vom Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, von der Schönheit des Sonnenaufgangs, der Schönheit des Sonnenuntergangs, abgesehen von Licht und Dunkelheit, was ist Zeit? Bitte, wenn man das Wesen der Zeit wirklich im Inneren versteht, dann entdeckt man für sich das außerordentliche Gefühl, überhaupt keine Zeit zu haben. Aber dazu kommen wir später. Zeit ist die Vergangenheit. Zeit ist die Zukunft. Und Zeit ist die Gegenwart. Der ganze Kreislauf ist Zeit. Die Vergangenheit, Ihre Herkunft, was Sie gedacht, was Sie erlebt haben, Ihre Erfahrungen, Ihre Konditionierung als Christ, als Hindu, als Buddhist und alles Übrige, oder Sie können all diesen Unsinn beiseite schieben und erklären, Sie würden von jetzt an auf diese oder jene Art leben, was auch Vergangenheit wäre. So ist also die Vergangenheit die Gegenwart. Ohne die Vergangenheit wären Sie nicht hier. Ihr Hintergrund, Ihre Konditionierung, Sie sind programmiert worden. Seit 2000 Jahren sind Sie programmiert. Und die Hindus schon seit 3.000 bis 5.000 Jahren, wie ein Computer, wiederholen, wiederholen und wiederholen. So ist also die Vergangenheit die Gegenwart. Was Sie jetzt sind, ist das Resultat der Vergangenheit. Und morgen, oder tausendmal morgen, ist die Zukunft. Und die Zukunft ist das, was Sie jetzt sind. Haben Sie verstanden? Die Zukunft ist also jetzt. In the now, all time is
Im Jetzt ist alle Zeit enthalten. Auch das ist eine Tatsache, keine Theorie. Was Sie sind, ist das Resultat der Vergangenheit. Und was Sie morgen sein werden, ist das, was Sie jetzt sind. Wenn ich jetzt gewalttätig bin, werde ich auch morgen gewalttätig sein. Das Morgen ist daher im Jetzt enthalten, in der Gegenwart. Es sei denn, ich führe eine radikale, grundlegende Wandlung herbei, sonst werde ich das sein, was ich gewesen bin. Wir haben eine lange Evolution durchlaufen. Wir haben uns entwickelt. Und wir haben uns entwickelt zu dem, was wir jetzt sind. Und wenn wir dieses Spiel weitertreiben, werden wir auch am nächsten Tag gewalttätig und barbarisch sein. Und da also alle Zeit im Jetzt enthalten ist, und das ist eine Tatsache, das ist Wirklichkeit, kann es dann jetzt eine totale Wandlung geben? In unserem gesamten Verhalten und in unserer Art zu leben, zu denken und zu fühlen, nicht länger ein Amerikaner, Buddhist oder sonst etwas zu sein. Denn wenn wir keine radikale psychische Wandlung herbeiführen, dann werden wir genau das sein, was wir in der Vergangenheit waren. Ist es also überhaupt möglich, diese innere psychische Wandlung herbeizuführen? Wissen Sie, wenn man ein Leben lang nach Norden gegangen ist, wenn man eine bestimmte Richtung verfolgt hat, oder auch keine, sondern schwankenden Schrittes, wie die meisten gegangen ist, wenn Sie nach Norden gehen und wenn dann jemand daherkommt, der einem eindringlich sagt, und Sie hören ihm zu, ernsthaft, nicht nur mit den Ohren, sondern tief im Inneren, und Sie hören, dass er sagt, dass der Weg nach Norden nirgendwo hinführe, dass an seinem Ende gar nichts sei, sondern geh nach Osten, Westen oder Süden. Und man hört zu und man antwortet, das werde ich tun. In diesem Augenblick haben Sie eine Kehrtwendung gemacht und es findet eine Wandlung statt. Der Sprecher stellt das sehr einfach dar. Aber es handelt sich um ein sehr vielschichtiges Problem. Nämlich tief innerlich zu verstehen, dass wir seit Jahrhunderten diesen Weg beschreiten und uns überhaupt nicht verändert haben. Wir sind immer noch gewalttätig, brutal und alles Übrige. Wenn wir das wirklich, tatsächlich wahrnehmen, nicht intellektuell oder verbal, sondern tief im Inneren, dann schlagen wir eine andere Richtung ein. In diesem Moment findet in den Gehirnzellen selbst die Wandlung statt. Der Sprecher hat diese Dinge mit einigen Neurologen erörtert. Natürlich stimmen sie nicht ganz damit überein, aber immerhin ein Stück weit. Das ist immer ein Spiel, verstehen Sie? Wir behandeln das Leben wie ein Spiel, das manchmal richtig und manchmal falsch spielt. Manchmal liegen Sie richtig und manchmal liegen Sie falsch. Aber wir fragen uns niemals, worin besteht die Kunst zu leben? Worin besteht die Kunst zu leben? Eine Kunst, die größer ist als irgendeine andere Kunst in der Welt. Die Kunst zu leben.
3.57 Uhr. Habe ich schon eine Stunde gesprochen? Können Sie das aushalten? Wir werden diese Frage zu Ende beantworten. Danach werden wir uns morgen wieder treffen, wenn Sie Lust haben. Ich lade Sie nicht ein, es liegt an Ihnen. Wir sagten vorhin, die Zeit sei wichtig, weil wir nach der Zeit leben. Aber wir leben die Zeit nicht als Ganzes, was die Gegenwart ist. In der Gegenwart ist alle Zeit enthalten, die Zukunft und die Vergangenheit. Wenn ich heute gewalttätig bin, werde ich auch morgen gewalttätig sein. Kann ich nun diese Gewalttätigkeit heute vollständig, nicht zum Teil, beenden? Ich kann. Wir werden uns damit befassen. Und weiter, wird Angst durch das Denken verursacht? Natürlich wird sie das. Akzeptieren Sie nicht, was der Sprecher sagt. Schauen Sie selber hin. Heute fühle ich mich sicher, aber ich fürchte mich vor dem, was morgen geschehen könnte. Es könnte einen Krieg geben, es könnte irgendeine andere Katastrophe eintreten. Ich fürchte mich. Daher sind Zeit und Denken die Wurzeln der Angst. Was ist also das Denken? Verstehen Sie meine Frage? Wenn Zeit und Denken die Wurzeln der Angst sind, wie es tatsächlich der Fall ist, was ist dann das Denken? Warum leben wir, handeln wir und tun wir alles auf der Grundlage des Denkens? Die wunderbaren Kathedralen Europas, die Schönheit, die Konstruktion und die Architektur wurden durch das Denken hervorgebracht. Alle Religionen mit ihrer Aufmachung, den mittelalterlichen Gewändern, wurden durch das Denken geschaffen. Alle Rituale hat sich das Denken ausgedacht und zurechtgelegt. Und ihre Beziehung zueinander, zwischen Mann und Frau, diese Beziehung basiert auf dem Denken. Wenn Sie ein Auto fahren, basiert auch das auf dem Denken. Wiedererkennen, all das ist Denken. So muss man also untersuchen, wenn Sie nicht zu müde sind, und dann wollen wir aufhören, was ist Denken? Wahrscheinlich haben sehr wenige Menschen diese Frage gestellt. Der Sprecher hat 60 Jahre lang diese Frage gestellt. Was ist Denken? Wenn Sie herausfinden können, was der Ursprung, der Anfang des Denkens ist, warum das Denken so außerordentlich wichtig in unserem Leben geworden ist, dann könnte durch diese Fragestellung selbst eine Wandlung stattfinden. Wir fragen also, was ist Gedanke, was ist das Denken? Erwarten Sie bitte keine Antwort von mir. Schauen Sie selbst, beobachten Sie selbst.
Denken ist Wort. Das Wort ist wichtig. Der Klang des Wortes, seine Beschaffenheit, die Tiefe, die Schönheit eines Wortes. Insbesondere der Klang. Ich werde auf die Frage von Klang und Stille jetzt nicht eingehen. Vielleicht werden wir morgen darüber sprechen. Denken ist Teil des Gedächtnisses, nicht wahr? Denken ist Teil des Gedächtnisses, nicht wahr? Wenn Sie überhaupt kein Gedächtnis hätten, wären Sie dann in der Lage zu denken? Unser Gehirn ist das Instrument der Erinnerung. Erinnerung an Dinge, die geschehen sind, Erfahrungen und so weiter. Der ganze Hintergrund der Erinnerungen. Gedächtnis kommt aus dem Wissen. Aus der Erfahrung. Nicht wahr? Daher sind Erfahrung, Wissen und Gedächtnis und die Reaktion des Gedächtnisses das Denken. Dieser ganze Prozess des Erfahrens, Erinnerns, Festhaltens wird zu unserem Wissen. Und natürlich ist Erfahrung immer beschränkt. Dies ist eine komplizierte Frage. Alles ist kompliziert. Unterscheidet sich die Erfahrung von dem Erfahrenden? Finden Sie es heraus. Wenn es keinen Erfahrenden gibt, gibt es dann eine Erfahrung? Natürlich nicht. Daher sind die Erfahrung und der Erfahrende dasselbe. Genau wie der Beobachter und das Beobachtete. Der Denker ist nicht getrennt von seinen Gedanken. Der Denker ist das Denken. Erfahrung ist also beschränkt, wie Sie in der Welt der Wissenschaft oder auf jedem anderen Gebiet feststellen können. Sie fügen dem Wissen jeden Tag immer mehr und mehr hinzu, durch Erfahrung, durch Versuche mit Tieren und all das Entsetzliche, das geschieht. Und dieses Wissen ist begrenzt, denn immer wird etwas hinzugefügt. Daher ist das Gedächtnis begrenzt. Und aufgrund dieses Gedächtnisses ist das Denken begrenzt. Da das Denken begrenzt ist, muss es unweigerlich Konflikte schaffen. Schauen Sie sich dieses Schema an. Akzeptieren Sie nicht, was der Sprecher sagt, das wäre absurd. Er ist keine Autorität, kein Guru, Gott sei Dank. Aber wir können diese Tatsache gemeinsam beobachten, dass nämlich Denken und Zeit die Wurzeln der Angst sind. Zeit und Denken sind dasselbe. Sie sind nicht zwei verschiedene Bewegungen. Sehen Sie diese Tatsache, diese Gegebenheit, dass Zeit und Denken die Wurzeln der Angst sind. Beobachten Sie das bei sich selbst. Not move away from the reality of it.
Rücken Sie nicht ab von dieser Wirklichkeit, von dieser Wahrheit, dass Angst von Zeit und Denken verursacht wird. Halten Sie daran fest, bleiben Sie dran. Laufen Sie nicht davon. Versuchen Sie nicht, es zu deuten und zu erklären. Es ist so. Und dann ist es, als hielte man einen kostbaren Edelstein in der Hand. Sie nehmen die ganze Schönheit dieses Edelsteins wahr. Dann werden Sie selbst sehen, dass die Angst im Seelischen vollkommen endet. Und wenn es keine Angst gibt, sind Sie frei. Und wenn diese totale Freiheit vorhanden ist, dann hat man keine Götter, keine Rituale, sondern man ist ein freier Mensch. Ich werde morgen fortfahren. Ich weiß nicht, warum Sie Beifall klatschen. Vielleicht klatschen Sie sich selber zu. Sie ermutigen damit den Sprecher nicht. Sie entmutigen ihn auch nicht. Er will nichts von Ihnen. Wenn Sie selbst sowohl Lehrer als auch Schüler werden, ein Schüler ist jemand, der lernt, lernt und nochmals lernt, nicht etwa Wissen anhäuft, dann sind Sie ein außergewöhnlicher Mensch.